Sie setzen sich für die millionenfache Tötung ungeborenen Lebens ein. Fremdenliebe heißt nicht, dass ich jedem Fremden meine Tür öffnen muss. Du respektierst das Land, die Kultur und den Glauben. Der Fremde ist ein Gast in unserem Hause und wie lange er in unserem Hause bleibt, das entscheidet der Gastgeber. Es ist durchaus gut und wichtig, sich ab und zu den Landtag anzuschauen, vor allem für Wähler, die noch unentschlossen sind, ob sie wählen möchten, oder auch für neue Wähler, die mit der ganzen Thematik Politik überfordert sind. Denn diese Debatte hat es in sich. Man bekommt direkt und hautnah mit, wie die Grünen und die AfD einfach zwei verschiedene Weltansichten haben. Herr Waltschak von der AfD-Fraktion Brandenburg nimmt sich direkt zwei Grüne zur Brust und setzt ihre eigenen Argumente gegen sie ein. Was immer wieder verwendet wird Richtung Herrn Wolf, wenn er das Wort christlich-abendländische Kultur in den Mund nimmt. Bei christlicher Kultur und Flucht denke ich vor allem an das dritte Buch Mose, Kapitel 19, Vers 34. Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Angesichts der Worte, die von Ihnen über Fremde kommen, habe ich große Zweifel, dass Sie irgendwie fähig sind, sich selbst zu lieben. Insofern, wer von Selbsthass getrieben Politik macht, der sollte vielleicht sich eine andere Beschäftigung suchen. Michael Gwotsch von den Grünen behauptet, dass Herr Waltschak voller Selbsthass ist. Inwiefern äußert sich das denn? Wie kommt er zu dieser Annahme? Natürlich verfolgt die AfD bereits seit über 10 Jahren dieselbe Politik und setzt sich gerne zuerst für die Mitmenschen in diesem Land ein, was nicht gerne gesehen wird. Im Gegensatz dazu warben die Grünen vor der Wahl in ihrem Wahlkampf für Frieden und taten das genaue Gegenteil, als sie an die Macht kamen. Wer verbreitet Hass mit der gegenwärtigen Politik? Ja, sehr geehrtes Präsidium, liebe KollegInnen, einmal vorab, weil auch ich hier die Worte von Herrn Wolf nicht stehen lassen kann. Mir wird wirklich schlecht, wenn ich Sie hier vom christlichen Abendland reden höre. Ich habe es Ihrem Kollegen Waltschak auch schon mal im Europaausschuss gesagt. Ich sage es Sie jetzt nochmal. Ich glaube, Sie haben nichts, aber auch wirklich gar nichts vom Christentum verstanden. Vielleicht lesen Sie einfach nochmal in der Bibel nach, bevor Sie hier so menschenverachtende Reden schwingen. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Freter, sehr geehrter Herr Gwosch. Also ich halte es, muss ich Ihnen auch sagen, für unerträglich, ausgerechnet von Vertretern der Grünen Partei Belehrungen über das Christentum zu hören. Ihre Partei ist eine von A bis Z gottlose, atheistische Partei. Sie negieren die in der Bibel dargelegte göttliche Ordnung zwischen Mann und Frau. Sie setzen sich für die millionenfache Tötung ungeborenen Lebens ein und haben hier die Chuzpe, uns über das Christentum zu belehren? Okay, Herr Waltschak hat recht. Er knüpft sich Frau Freter und Herr Gwotsch noch einmal vor. Es ist die Grüne Partei, die in ihrem Wahlprogramm für My Body, My Choice wirbt. Ich zitiere: Immer weniger Ärzte bieten in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche an. Die Grünen wollen die Versorgung verbessern und Abbrüche kostenlos anbieten. Oder hier: Es gibt also dringenden Handlungsbedarf, um Frauen in Thüringen wie weltweit den Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen zu sichern. Über dieses Thema diskutierte unsere Landessprecherin Ann-Sophie Bohm und so weiter. Und die AfD hingegen ist absolut dagegen, denn jedes Menschenleben zählt. Und wer die Bibel und die Kirche kennt, weiß, dass die römisch-katholische Kirche Abtreibung grundsätzlich ablehnt. Da sollten Sie aber noch einmal gründlich aufpassen, wenn Sie die Bibel zitieren, wenn Sie die Tora zitieren, dann sollten Sie sich damit beschäftigen, was Fremdenliebe heißt. Fremdenliebe heißt nicht, dass ich jedem Fremden meine Tür öffnen muss. Fremdenliebe heißt, dass ich dem Fremden mit Respekt und Menschlichkeit begegne. Und gleichzeitig wird dadurch die Unterscheidung... Herr Kollege Waltschak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten gewogen? Nein. Und gleichzeitig wird dadurch die Unterscheidung zwischen Fremdem und Eigenen eben nicht aufgehoben, sondern dadurch affirmiert. Der Fremde ist ein Gast in unserem Hause und wie lange er in unserem Hause bleibt, das entscheidet der Gastgeber. Ganz genau. Der Gastgeber entscheidet, wie lange der Gast bleiben darf und wie lange er seine Gastfreundlichkeit anbietet. Denn das basiert auf gegenseitigem Respekt und Anstand. Wenn sich der Gast jedoch daneben benimmt, habe ich das Recht, ihm mitzuteilen, dass er nicht mehr willkommen ist und gehen soll. So einfach ist das. Ich frage mich, wie oft hast du bereits Gäste aus deinem Zuhause hinausgeworfen? Ich hoffe noch gar keinen, denn vermutlich lädst du nur Menschen ein, von denen du weißt, dass du dich mit ihnen verstehst.
Oder wenn du im Urlaub in einem anderen Land zu Gast bist. Du hältst dich dort an die Gesetze und Werte und benimmst dich entsprechend. Warum tust du das? Weil es dir von klein auf beigebracht wurde und weil du einen klaren, vernünftigen Verstand hast und weißt, wie soziales Verhalten funktioniert. Du respektierst das Land, die Kultur und den Glauben.